Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei der Mercury Version 3.0. Wir beginnen heute mit der ersten Aussaat meines ersten Feldes mit Pferdegras. Warum geht er nicht los? Gibt es einen Grund dafür? Gut, kombinierte Kurse, das ist nicht gut. Das gibt Schwierigkeiten. Also, nochmal neu laden. Feld Nummer 29. Also zwei Kurse ist nicht gut. Das bringt nur Schwierigkeiten. Nummer erst nur am Rande. Deswegen fuhr auch vorhin so komisch. Die letzten Folge. Ne? Und jetzt darf er loslegen. Bin immer gespannt, wie das aussieht, das Pferdegras. Bin neugierig. Aber wie gesagt, da muss man mal wachsen. Ne? So, gut, die beiden arbeiten erstmal. Da war der andere schön Vorsprung. Ja, dunkelblau, das ist perfekt. Voll gedüngt. Fertig. So, Kalken. Waren wir auch bei. Da muss ich mal gucken. Ob wir hier schon da haben. Wo ist er? Wo hat er sich aufge... Ich habe da einen losgeschickt mit. Ist er hier lang gefahren? Pickup? Ne, das sind die Drescher. Eigentlich nicht normalerweise. Tja. Da sollten mal sie herkommen, ne? Der eine Traktor mit dem... Jo, das ist klar. Da passt er nicht durch. Ungünstig. Gibt es keinen anderen Weg? Ja, da kommen wir auch nicht durch. Jetzt weiß ich nicht rüber. Das ist hier das eine Rohr. Das ist ein bisschen ungünstig, aber gut. Da müssen wir gleich mal sehen, dass wir da... freistellen und dann kurz rausfahren. Da muss ich mir noch was anderes einfallen lassen. Das ist ja nicht gut. Die kleinen Fahrzeuge kommen ja durch, ne? Aber die großen, die mit der nicht. Deswegen meine ich ja mit Outdrive-Kurse so gestalten, dass sich die Fahrzeuge auch gut fahren können. Ne? Deswegen habe ich ja bei Dünger und beim Saatgut ein bisschen abgezweigt und das gleiche habe ich gemacht beim normalen Silo. Wenn die Erdefahrzeuge mal stehen bleiben würden, wegen keine Ahnung warum, dass die anderen noch vorbeifahren können. Ne? Und hier ist es so, dass ich von da komme und da hoch. Ja, dann muss ich den Kurs vielleicht ein bisschen umändern. Aber wir müssen hier ein bisschen Kalk nachfüllen, dann wird es hier auch nichts. Und ist das schlecht. Auf Dauer. So, Deckel auf. Tanken müssen wir nicht. Die Wiese müsste eigentlich gepflügt werden. Aber das machen wir jetzt mal nicht. Mal sehen, wie sich verhält beim Mähen, ob das einigermaßen gut geht. Ansonsten muss ich da was doch andere Sachen überlegen. Ne? So. R. Boah, sieht besser aus. So, aber jetzt müssen wir uns kümmern, dass wir die nächsten Dinge machen können. Dazu muss ich mal schauen. 38 wollte ich Dings machen. Und gibt es hier einen Punkt, den wir herbringen können? Nee. Da gehen wir rein. Das Sägewerk will ich kaufen. Hoffe, dass der keine Schwierigkeiten macht hier. Und die Geräusche mal da. Hier kann man kaufen.
denke mal, wir müssen einen Grund und Boden kaufen müssen. Dann können wir hier was zulegen. Aber das ist mal nicht so wichtig, dass immer nur die Felder gekriegt. Also ich wollte hier Feld 60 laufen und schauen. Hier ist Holzlager normalerweise, das hatte ich so nicht gehabt. Doch. Ne, da ist Holz zum Einfüllen. Und da sicherlich als Reserve. Gut, schauen wir mal Feld 60, was da drauf war. Was sagt mir Feldinfo? Unkraut, das ist klar. Gedüngt. Ja, was ist da? Weizen. Also hier geht das nicht. Und bei der 16 müssen wir auch laufen. Bei der 38. Und da mache ich sowieso Mais rein, da kommt keine andere Frage. Weit fahren und so. Da müsste ich so einen Flicken finden, wo man noch gucken könnte. Ich schau mal bei der 49 oder 48, was da war. Darum geht es dabei. Das ist jetzt eine Weizen und Gerste. Weizen brauchen wir nicht so wichtig, aber Gerste hat noch ein bisschen Luft da oben gehabt. Ne? Man, so schnell wird das nicht. Und sieht auch noch Dings aus. Raps. Hier können wir doch. Hier geht's auf 49. Und die 48 prüfen wir gleich mal. Die 41. Also die 48 können wir auf jeden Fall. Die 49 kann auf jeden Fall. Hier war. Hier war Mais. Auf der 38. Aber wie gesagt, die 38 ist mir egal. Und hier ist auch mehr Getreide drin, ne? Hier war Rocken. Und hier die 48 ist war Hafer. Ja, wir ein, zwei Felder werden, also die 60 ging nicht, glaube ich. Ich habe vergessen. Oder ich muss mal diesmal so einen Kauf nehmen, weil dann können wir nächstes Jahr umstellen auf eine andere Sorte, ne? Weil Raps wollte ich jetzt nicht mehr auspflanzen. Geht nicht. Das war so nicht wirklich reif. Hier was Neues. Kommen hier rein. Nö. Bunker kann nicht sein, das ist auffällig. Gut, dann mal gehen wir zum Hof. Ich sag mal so, ist ja erstmal egal mit der Fruchtfolge. Muss ja das nehmen, was ich brauche, ne? Und das ist schwierig. Ich scheint überall Dings gewesen sein, Getreide oder so. Das ist dann für mich jetzt ungünstig. Also Zwiebeln so, da muss ich mal sehen. Also kann ich nicht verwenden. Also vielleicht Rüben, ja. Ab Rüben noch zu kalt. Ich kann mal das Rapsfeld nehmen. Das ist, glaube ich, die 49. Dann kriegt man durcheinander. Den Anhänger, den stellen wir hier vorne rein. Da weiß ich jetzt echt nicht mehr, wo ich hinstellen soll. Also der Traktor geht dafür zum Aussaat ganz gut. Beginnen wir ein Rapsfeld an, da fangen wir an. Hier könnten wir vielleicht noch zwei, drei Fahrzeuge reinkriegen, vielleicht drei, mal sehen. Den ganz links ranstellen. Dann geht das. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Und trotzdem fehlt noch jetzt Zeit. Irgendwie das Gefühl, dass die Zeit fehlt. Aber mal schauen. Nun, ich folge mal an der See. Traktor 8%. Tanken auf jeden Fall. Die Geräte müssen nur so repariert werden. Von daher wäre das ja ungünstig, wenn wir jetzt normal ranfahren würden. Ne? Also ich stelle mal so fest, na gut, wenn jetzt die Flügen ja fertig ist, dann haben wir ja drei Traktoren. Am Boden immer nicht. Weizen wollte ich machen.
Nee, ja, wir machen Gerste. Gerste wird, da wird noch ein bisschen Bedarf. Da ist das Lager noch nicht voll. Gut, ich habe den globalen Markt zwar noch ein bisschen Weizen und Gerste. Schaden. Ja, wir werden voll tanken und dann reparieren. Dann brauchen wir noch einen Traktor. So, Messing Ferguson wäre ganz gut. Vielleicht brauchen wir keinen Kalk. Müssen wir auch einen Traktor umschwingen. Start. So, vielleicht brauchen wir keinen Kalk. Halb voll, halb leer, halb fertig. Kalk oben links. Pferdegas. Kalk, ne, Kalk reicht nicht. Da können wir schon mal fahren. Das ist so. Wir haben nur noch 4%. Das war nix. Und das andere wird auch knapp. Das sieht zumindest gleich viel Verbrauch aus. Das könnte. Dann verkaufe ich die beiden. Wir brauchen andere Geräte, die ein bisschen mehr reinpassen. Ne? Auch wiederum. So. Hier im Hof hängt so ein bisschen noch. Also. Viele Geräte. Also das kann auch sein, dass die Kühe hier entsprechend belastend da darstellen. Da bin ich gespannt, ne, was der neue Rechner dafür sagt. Ob das besser ist. Obwohl der ein schon starker Rechner ist normalerweise. Einziges, was sein könnte, ist der Prozessor. Weißt du, dass 4,4 zu schwach ist. Aber zu schwach ist aber auch allgemein, dass er erst nur einen Prozessor, einen Kern nutzt. Ne? Wenn er mehrere nutzen würde, dann wäre es perfekt. Ne? Dann kann er genug. Ja, Kack, so, Zeit. 12. Ja, ich schaffe noch. Ja, so ganz groß, ganz gut aus. Ist aber ganz gut, dass wir jetzt schon mal zwei Felder gekalkt haben oder kalken werden. Dann, das kommt ja sowieso irgendwann. Und dann ist ganz gut, wenn wir da nicht so viel machen, ne? Also nicht so einmal wieder alles kalken müssen, ne? Aber wie gesagt, das ist, irgendwie jetzt so nehmen, wie es ist, ne? Ich tendiere hier sowieso alles mit Weizen zu. Raps. Mais, ja, Mais ist ja auch Getreide, das ist ja das Problem. Ja, Kartoffeln, Rüben. Einzig wären auch Sonnenblumen, ne? Sonnenblumen und Soja. Das wäre auch eine Option, ne? Aber Soja, da habe ich echt schlechte Erfahrungen gemacht. Das sah richtig aus, als ob ich das nicht schaffen würde. Wer es mal gesehen hat, das war wirklich die 6 Stunden. Von 18 Uhr bis 0 Uhr. Dann wurde es wieder nass und dann war der Winter da. Ne? Dann kam der Schnee schon früh. Also, das muss ich so anhalten. Das ist, klappert nicht auf. Ne? Sonst wäre das egal. Der wird hier nicht reinkippen. Ne. Dann werden wir kurz Fahrrad lassen. Oder fahren. Dann können wir aufmachen. Und den werden wir umschlau auf nächst passenden Wegpunkt. Und dann können wir fließen. Das wird jetzt reichen normalerweise. Abfahrer einstellen. Wir können aber den Traktor hier stehen lassen, ne? Ja, aber wir trotzdem wegfahren, ne? So, ein bisschen geschubst. Und trotzdem wegnehmen, steht aber wieder im Weg. So, kalken. Das wollte ich schauen. Wie 29 Uhr es geht. Halb. Verbrauch ist enorm. Der Verbrauch ist enorm. Also, da können wir schon mal den ersten Überladewagen fertig machen.
Dann brauchen wir Saatgut und Dünger. Das wird nicht reichen. Macht aber nichts. Muss doch umschalten auf einem anderen Maschinen. Gibt aber keinen größeren, ne? Naja, größer schon, aber. Oh, die sind so unhandlich. Ich weiß gar nicht, wieso die jetzt Multifrucht können, die Standardmaschine. Aber kein Mais, ist logisch. Keine Rüben. So, dann machen wir hier Saatgut rein und Dünger. Brauchen wir sowieso. Da haben wir noch, der muss ich nachher in Thüringen in der Marsch und Dünger herstellen. Also ist ja eh schon in Produktion, ne? Mal sehen, wie ich das schaffe, was wir verkaufen im globalen Markt. Das bietet sich an. Ich verkaufe hier Weizen und Gerste und bringe dafür Dünger und Saatgut hierher. Das ist hier zwar preislich, weiß ich genau, wie genau gerechnet. Aber so ungefähr soll es ungefähr gleich sein. Ich verkaufe ja fast 1 Million Liter Weizen, da geht schon, kommt schon Geld rein. Und Dünger und Saatgut ist ja nicht so viel. Und dafür bringt man mir Geld ein, ne? So, dann kannst du auffahren Richtung Feld 29. Wenn er voll ist. Ja, liebe Schauer, dann soll es auch schon heute gewesen sein. Ich sage mal schön Dank fürs Reinschauen. Dann sag mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Heute Samstag. Schönen Samstag. Tschüss.